Zeuge Karl Morla, Verwaltungsangestellter, 56 Jahre alt, 89. Verhandlungstag, 14.09.1964. Armverletzung und waren am 10.09.39 wieder entlassen. Jawohl. Wegen der Armverletzung. Jawohl. Sind dann am 31.03.41 erneut und diesmal zum Bachsturmbann nach Auschwitz eingezogen worden. Jawohl. Weil sie nicht wach- und exerzierfähig waren und keine Fronttauglichkeit hatten, kamen sie zur Verwaltung, zur Kommandanturverwaltung. Jawohl. Sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Ja, bitte. Ja. Nun, Herr Zeuge, Sie sind in Auschwitz geblieben bis zum 19. Januar 1945. Jawohl. Sind dann nach der Kapitulation im Februar 1946 nach Polen ausgeliefert worden? Jawohl. Und sind am 22.12.47 zu 12 Jahren schweren Kerkers verurteilt worden? Jawohl. Weshalb? Ja, weshalb? Das hat man mir nicht gesagt. Ich habe kein Urteil gesehen. Ein Mitangeklagter, das war ein Jugoslawe, der sagte, hat mir das übersetzt? Ja, nicht deutlich übersetzt. Er sagte, weil ich dort in Auschwitz Dienst getan habe und, ja, in einer verbrecherischen Organisation, jawohl. Ja. Jawohl. Und wann sind Sie wieder entlassen worden? Ich bin im Mai 1956 entlassen worden. Durfte ich wieder in die Heimat zurück, jawohl. Ja. Nun, Herr Zeuge, Sie sind am 31.03.41 nach Auschwitz einberufen worden. Ihre militärische Ausbildung hat wie lange gedauert? Das kann ich nicht mehr genau sagen, Herr Vorsitzender. Sie haben mal gesagt, ungefähr 3 Wochen. Das kann 3 bis 4 Wochen gewesen, ja, das weiß ich nicht mehr. Ja. Dann wurde Ihre Untauglichkeit für Wach-, Exerzier- und Front festgesetzt, Wachdienst, Exerzierendienst und Front festgesetzt? Ja, hauptsächlich wie mein Augen, gell? Ich konnte nicht Moment, sehen. Rechtsanwalt Dr. Steinbacher, ist der Assessor Amthor amtlich Bestellter für den Herrn Dr. Laternser? Mhm. Haben Sie das ins Protokoll aufgenommen? Ja, Sie, da wurde dann Ihre Untauglichkeit zum Wach- und Exerzierendienst festgestellt und Sie kamen in die Verwaltung. Jawohl. Solange Sie nicht in der Verwaltung waren, wurden Sie da zum Wachdienst herangezogen? Ich habe Wachdienst gemacht, ich weiß aber nicht mehr, wie lange, Herr Vorsitzender. Das kann ich nicht mehr sagen. Ich habe aufgrund der furchtbaren Erlebnisse in Polen ist mir vieles entschwunden. Aber ich weiß, dass ich mich damals meldete, weil ich -8 in meiner Brille habe, dass ich nachts nicht sehe. Und dass aufgrund dessen zwecklos ist, dass ich da eingesetzt werde. Ja, ja. Nun, also Sie haben mal bei Ihrer Vernehmung vor der Sonderkommission der Staatsanwaltschaft gesagt, Sie wären während Ihrer Zugehörigkeit zum Wachsturmbann nicht zum Wachdienst eingeteilt worden. Ja, das kann sein. Ich habe ein- oder zweimal habe ich müssen mit zur Wache gehen und das war nachts. Das fällt mir jetzt wieder ein, ja. Können Sie sich entsinnen, dass in dieser Zeit Leute auf der Flucht erschossen worden sind oder dass es überhaupt irgendwelche Fluchten gab damals, wie Sie eingesetzt waren? Das kann ich mich nicht entsinnen. Ist auch nicht der Fall gewesen. Nicht der Fall gewesen. Nein. Nun kamen Sie zur Kommandantur und was hatten Sie für eine Aufgabe? Ich kam zur Standortverwaltung, und zwar in die Geldverwaltung. Standortverwaltung. Die Standortverwaltung war nicht mit der Kommandantur gleich? Ja, das kann ich nicht sagen, das weiß ich. Es gab eine Kommandantur und es gab eine Standortverwaltung. Und gab eine Standortverwaltung. Und dort, die Standortverwaltung, die hatte auch die Häftlingsgeldverwaltung. Jawohl. Und da kamen Sie hin. Und da kam ich hin, jawohl. Und was hatten Sie da zu tun? Ich hatte da
die eine Kartei gehabt, unter anderem, also es waren ja mehrere Leute doch, da wurden die eingehenden Beträge der Häftlinge wurden auf die Karteikarten verbucht und die Häftlinge bekamen monatlich oder alle 14 Tage, das weiß ich auch nicht mehr, Geld ausbezahlt, damit sie sich etwas kaufen konnten. Ja, das heißt, das Geld wurde nicht ausgezahlt, sondern sie bekamen Gutscheine. Oder Gutscheine, und ja. Mit diesen Gutscheinen konnten sie nachher irgendwelche Dinge kaufen. Jawohl. Nun, sagen Sie bitte weiter. Sind Sie in dieser Eigenschaft auch mit auf der Rampe in Birkenau gewesen? Wir mussten schon mal raus. Man hat uns gesagt, dass wir verantwortlich für das Gepäck sind, dass das nicht wegkommt. Ist denn viel gestohlen worden? Das kann ich nicht sagen, ob da was gestohlen worden ist oder nicht. Ja. Dass das Gepäck ordnungsgemäß aufgeladen wurde und kamen wir wieder nach Hause. Das habe ich aber nicht lange durchgehalten, weil ich mich da weggemeldet habe. Ja. Das ist immer wegen meiner Gesundheit und das hat mich angeekelt. Sind Sie denn hingekommen, wenn die Leute schon weggeführt worden waren, dass nur noch das Gepäck da lag, oder waren da die ankommenden Menschen auch noch auf der Rampe? Ja, das kann ich auch nicht genau sagen. Ich weiß nur noch, dass das Gepäck dort lag. Also die Menschen waren meistens weg gewesen in den überwiegenden Fällen. Haben Sie einmal erlebt, dass sogenannte Selektionen stattgefunden haben? Das heißt, dass Menschen ausgewählt wurden nach der einen oder anderen Seite? Herr Vorsitzender, da habe ich nichts mit zu tun gehabt und das habe ich auch nicht gesehen. Das haben Sie nicht Nein. gesehen. Haben Sie den Angeklagten Boger gekannt? Der Angeklagte Burger war mir insofern bekannt, dass er in der politischen Abteilung war. Was er für eine Funktion hatte, das kann ich Ihnen nicht sagen. Da habe ich mich nicht drum gekümmert. Haben Sie ihn persönlich gekannt? Nein. Nein. Haben Sie nach Ihrem Abtransport nach Polen noch von ihm gehört? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Nun, haben Sie nicht gehört, dass die Bedingungen Ihres Transportes besonders verschärft Ach so. Worden sind? Ja, jetzt, das stimmt. Ja, wir haben einen Vorspanntransport gehabt nach Polen. Wir mussten uns bei 20 Grad Kälte nackig ausziehen, wurden dann 4 Tage transportiert. Das muss wohl aufgrund dessen gewesen sein, dass Herr Burger soll, ich weiß nicht, ob das stimmt, er soll vom Transport weg sein. Geflüchtet sein? Ja, das kann ich aber nicht genau sagen, das weiß ich nicht. Ich habe das nur gehört. Und Sie hatten also da eine sehr üble Transportierung nach Polen. Sie sagten, bei 20 Grad Kälte, ohne Kleider und ohne Stroh, sind Sie da in diesen Waren transportiert worden. Ja, Sie wissen es besser wie ich, Herr Angeklagter. Ja, so haben Sie es ausgesagt. Habe ich es ausgesagt, das kann sein. Ich weiß es nicht, ich war nicht dabei. Das war schon so, ja. Überhaupt, das Ganze war furchtbar. Ich leide heute noch furchtbar darunter. So war Ihre Aussage, die Sie gemacht haben am 4. April 1961. Kennen Sie sonst einen der Angeklagten? Ob Sie sonst einen der Angeklagten... Ich weiß nicht, um wen es sich da handeln sollte. Wo sind... Haben Sie noch nicht einmal gelesen von diesem Prozess? Ja, sicher habe ich gelesen. Kennen Sie den Adjutanten Mulka? Adjutant Mulka, der Name ist mir bekannt. Aber sonst wissen Sie nichts. Ich habe mit Herrn Mulka nichts. Kennen Sie Höcker? Nichts zu Höcker habe ich überhaupt nicht gekannt. Stark? Nein. Auch nicht. Dulewski? Nein. Roert? Nein. Schobert? Nein, weiß auch nicht. Schlage? Nein. Hofmann? Auch nicht. Karduk? Nein. Baretzky? Nein. Breitwieser? Herr Breitwieser habe ich schon mal gesehen im Lager. Das stimmt. Wissen Sie etwas von ihm? Nein, ich weiß nur, dass Breitwieser ein netter Kerl gewesen ist. Und was er
gemacht hat, das weiß ich nicht. Was für eine Funktion er hat, das kann ich nicht sagen. Kennen Sie Dr. Lukas? Nein. Dr. Frank? Nein, kann ich mich nicht erinnern. Dr. Schatz? Auch nicht. Dr. Capesius? Nein. Claire? Nein. Schärpe? Auch nicht. Handel? Nein, ist mir auch nicht bekannt. Bednarek? Nein. Ich habe keine Fragen mehr. Herr Moller, ich habe einige Fragen zu Ihrem Prozess in Krakau. Ja. Die Verhandlung oder Verurteilung erfolgte am 22.12.1947. Ist das richtig? Das kann ich Ihnen nicht mehr sagen, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht mehr genau sagen. Wie viele Angeklagte sind an diesem Tag verurteilt worden? An diesem Tag? Sie meinen wohl in dem Prozess, wo ich verurteilt wurde? Als Sie auch verurteilt wurden? So, das weiß ich auch nicht. Ist bei der Verhandlung ein Dolmetscher anwesend gewesen? 5 oder 6, nein. Kein Dolmetscher? Nein. Sind Sie selbst in dieser öffentlichen Verhandlung der Gerichtssitzung zur Sache vernommen worden? Auch nicht. Es ist lediglich so gewesen, dass, wie ich in den Verhandlungsraum reinkam, da kam ein Herr und sagte, ich bin Ihr Verteidiger, den ich vorher nicht gesehen habe. Er sagte, ich kann nicht auch nicht mehr sagen, ich weiß nicht mehr, wie das gewesen ist. Er könnte für mich nichts tun oder sowas Ähnliches. Ich habe ja so vieles vergessen durch die Leiden, die ich durchstehen musste. Ja. Sagen Sie, haben Sie den Angeklagten Boger nicht im Lager auch einmal gesehen? Im Lager Auschwitz? Ja, in den der Straße. Es könnte sein. Ja? Ja. Haben Sie ihn auch mal in dem Lager Zuffenhausen gesehen? In Zuffenhausen, ja. Ja? Ja? Ja, 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 ja. Das kann ich mich entsinnen. Wissen Sie, ob er ein Motorrad gefahren hat? Ja, das kann ich mich auch entsinnen. Ja? Ja. Und haben Sie gehört, wie er sich im Lager aufgeführt haben soll? Herr Vorsitzender, das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht. Kann Sie ich haben nicht einmal am 12.10.1959 gesagt, Vorhalt aus 2364. Ich hatte auch gehört, dass es ein großer Rowdy gewesen sein soll. Einzelheiten kann ich aber nicht sagen. Stimmt's? Das weiß ich nicht mehr. Wissen Sie nicht mehr. Herr Staatsmann, Sie noch Fragen? Sie sagten, dass Sie auf der Rampe eingesetzt waren bei der Überwachung des Sonderkommandos, was die Wertsachen und das Gepäck übernommen hat. Sind Sie da vorher belehrt worden, was der Sinn und der Zweck Ihrer Tätigkeit ist? Jawohl, Herr Staatsanwalt. Wir sind belehrt worden darüber, dass wir das Gepäck zu beaufsichtigen haben. Es sei... Wie war das nochmal? Reichseigentum. Also auf Deutsch ist dort auf der Rampe eine Enteignung vor sich gegangen. Das kann sein, ja, ich weiß. Das weiß der Zeuge nicht. Das ist ein Rechtsbegriff, Herr Staatsanwalt. Das ja, das kann ja, es kann ja möglich sein, dass dem Zeugen das gesagt worden ist, dass dort auf der Rampe die Juden ihre die Habe enteignet wird. Ja, es wurde gesagt, es ist beschlagnahmtes Gut, Reichseigentum. Mit der Ankunft auf der Rampe, ja? Ja. Wie soll ich das verstehen? Es ist beschlagnahmtes Gut, freies Eigentum? Reichseigentum. Reichseigentum. Ah, gut. Was ist Ihnen über die Verwertung dieser Sachen bekannt? Diese Sachen wurden in Hallen gefahren, transportiert. Sind sie auch von Auschwitz wegtransportiert worden zum Teil? Ja, sind auch nach Auschwitz, von Auschwitz wegtransportiert worden. Zum Beispiel nach Berlin? Berlin, jawohl. Was ist nach Berlin transportiert worden? Ja, das sind meistens Wertsachen gewesen. Also Uhren oder Ringe oder was? Ja. Was, Ringe, Uhren? Jawohl. Noch was? Ja, sonst Wertsachen im Allgemeinen. Wertsachen im Allgemeinen.
Haben Sie solchen Transport mal begleitet? Jawohl, da musste ich ein oder zweimal mit. Und das habe ich deshalb gemacht, weil ich in Berlin einen Bekannten hatte, der hat mir immer 3 Tage Sonderurlaub gegeben, dass ich zu meiner schwer erkrankten Frau nach Hause durfte. Ja, das freut mich, dass Sie diese Gelegenheit damals hatten. Mich interessiert, wo sind die Wertsachen hingebracht worden? Zum Wirtschaftsverwaltungshauptamt. Also in Berlin-Oranienburg? Jawohl. Wissen Sie noch, zu wem dort? Ja, Herr Staatsanwalt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe den Transport nicht geleitet gehabt. Ich weiß nicht, ich kann das nicht sagen. Ist in Ihrer Abteilung Buch über diese Wertgegenstände geführt worden? Jawohl. Wer hat das gemacht? Da ist ein Buchhalter, ein spezieller Buchhalter von Berlin gekommen. Wissen Sie noch, wie der hieß? Ja, Herr Staatsanwalt, das kann ich Ihnen nicht. Das ist mir ist einmal darüber gesprochen, welchen Wert diese Gegenstände hatten? Also wollen wir mal sagen, was da in einem Jahr an Wertsachen angefallen ist oder in 2 Jahren oder wie auch immer? Nein, in meiner Gegenwart nicht. Was ist darüber gesprochen worden so? Hat man sich da mal drüber unterhalten, inoffiziell, ob das Millionenwerte waren? Ja, Herr Staatsanwalt, das kann ich nicht sagen. Unterhalten konnte man sich ja überhaupt nicht. Das war zu gefährlich. Naja, ich habe keine Frage mehr. Keine Frage, danke. Von Seiten der Verteidiger? Keine Frage mehr. Von Seiten der Angeklagten? Keine Frage. Anträge zur Verteidigung, zur Beeidigung? Nicht gestellt. Dann nehmen Sie bitte mal Platz. Wir werden nachher darüber